wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dead by Daylight. Und weil gerade die Killer-Kui dauert gefühlt 100 Millionen Jahre, spielen wir noch eine Runde Survivor jetzt mit Kate. Also ich werde jetzt nicht alle Survivor durchspielen oder so, weil viele haben einfach nicht wirklich Skills so, weil, you know, weil ich das nicht wirklich freigeschalten habe. Oh nein, wir haben einen Dwight, wir haben einen Bill und wir haben eine Michaela. So, oh nein, wir sind im Roten Wald oder wie heißt das? Heiligtum des Zorns. Ist nicht der Rote Wald, stimmt. Der Rote Wald hat rotes Laub. Ich hab was klackern gehört. Ist das das Ambiente hier wahrscheinlich? Hola, Michaela. Oh nein, da liegt schon jemand. Wo ist die? Da hinten. Oh nein. Bill. Oh, ich. Danke, Michaela. Oh, es ist Legion. Legion! Ich hasse dich! Aua, du Schlitzi! Ich bin gegen die Wand gelaufen, das wird. Wieso rennt er immer noch hinter mir her? Ich muss mich mal schnell entbluten. Sonst blute ich hier gleich aus und das wäre uncool. Ach, die versucht sich jetzt wieder zu befreien, oder? Er, Dwight, hat sich versucht zu befreien. Legion den kaputt macht. Das Problem ist, wenn Legion jemanden schlitzt, so wie ich das hatte gerade mit dem Gelb, weiß der genau, wo die anderen sind. Jetzt versuch dich doch nicht zu befreien, meine Güte, noch einmal, da musst du mal eine Minute warten, ey, Junge. Oh! Sorry, aber da werde ich salty, ey, ohne Scheiß. Die Leute, die immer so eine Scheiße machen. Ah, der hat mich nicht instant vom Haken geholt. Ich kann halt nicht hinrennen wie ein Depp. Ich bin ja schon auf dem Weg gewesen, aber das Problem ist halt, laufe ich da hin wie so ein Vollidiot, instant, wenn Legion da steht, dann macht das halt wenig Sinn. So, jetzt hat die, Madame Michaela und Bill haben jetzt gelbe Schlitzi. Das bedeutet, er sieht jetzt überall die Herzschläge. Also kann sein, den Herzschlag auf der Karte. In seinem Umkreis kann es also sein, dass er jetzt auch gleich hier kommt. Und wir haben noch keinen einzigen Gen repariert. So kann es auch gehen manchmal. Aber das Dümmste, was man halt machen kann, ist am Haken zu versuchen, sich selbst zu befreien. Das sollte man erst machen, wirklich, wenn man so ziemlich kurz vor Ende das erste Mal gehangen wird und die andere Person auch auf dem Boden liegt oder kurz davor ist, aufgehangen zu werden, dann kann man auch schnell versuchen zu escapen, wie wir das in der einen Runde gemacht haben. Aber selbst mit dem einen Skill, wo man dann, glaube ich, das auf 4% erhöht oder so, ist die Wahrscheinlichkeit, da runterzukommen, eher schwierig. Ich glaube, ich bin bis jetzt zwei, dreimal runtergekommen vom Haken und hatte da mal Schwein.
die meisten geben auch immer auf, wenn sie gegen bestimmte Killer spielen. Also Legion ist zum Beispiel einer davon. So, der liegt jetzt so unten im Keller. Ich habe keine Ahnung, wo der Eingang vom Keller von dem blöden Bums ist. Ja, Bill. Bill! Ah, das ist nicht Bill. Entschuldigung, es ist kein Bill. Oh, es ist ein Dwight. Du bist ein Deathhook und ich bin verletzt. Ich hätte eigentlich gern hier gehabt, aber es wird wohl nichts mehr. Gibt's hier noch irgendwo eine Kiste, dass ich mich hochheilen kann? Ah, Totem tut's auch. Der campt da vorne halt, glaube ich. Er war zumindest sehr nah dran. Der wollte auch unbedingt sie haben. Ich meine, ich war auch verletzt, aber klar. Wir gehen mal trotzdem wieder auf Zeiten. Dieses Draufbeißen war damals effektiver, da hat man nichts gehört. Mittlerweile hört man immer noch Gestöhn, aber es ist ein bisschen unterdrückter. Also es ist zumindest besser, als wenn die ganze Zeit lauter als hier in der Gegend rum machen würde. Wer rennt denn da hinten rum? Der ist auch an. Dann muss ich den da hinten machen. Ich hab die schon erwischt. Sind sie nicht so doof und machen zusammen einen Gen. Weil normalerweise, also die meisten, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber die meisten Legion- oder Legion-Spieler, die benutzen ja immer dieses, ich nenne es einfach Legion, auf Deutsch, benutzen ja immer dieses, gespaltene Bla, Uneinigkeit oder wie es heißt, damit man sieht, wenn zwei Leute am Gen arbeiten. Und ich glaube, das hat der auch den ersten. Könnte sein. I don't know. Er würde erklären, warum man dann genau weiß, wo man hinrennen muss, wenn zwei Leute dran sitzen. Das war ja gerade auch so, als Michaela und ich am Gen saßen. War auch zielgestrebt da. Jetzt kommt sie natürlich zu mir. Das bringt halt nichts. Der hat Deathhook, wenn es blöd läuft. Oh scheiße, der hat den Instant geschnibbelt. Wie tötet Legion denn einen eigentlich? So mit Mori? Wie sieht das aus? Will ich es wissen? Nein, eigentlich nicht. Das war nur eine Frage für einen Freund. Wahrscheinlich werde ich es bald infrawillig herausfinden.
Oh nein. Versuche halt immer möglichst weird. Oh nein. Oh Gott, ich glaube, der killt die auch. Ich glaube, der massakriert die gerade. Ja, hat sie massakriert. Da liegt die Leiche. Scheiße, komm. Ich suche gerade die Luke. Ist mein Totem. Die Luke. Und tschüss. Keine Tode für Shira heute. Ausnahmsweise mal. Hui, da hat mir, glaube ich, das Totem gerade den Arsch gerettet, weil er es nicht gehört hat. Ay caramba. GGBP. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder oder bei einem anderen Let's Play, je nachdem, wie ihr Bock habt. Genau, über einen Daumen nach oben, netten Kommi würde ich mich auch wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer wisst, wenn neuer Content an den Start geht. Bis zum nächsten Mal, wie immer. Ciao, ciao.